Tierfreundinnen und Tierfreunde. Heute gibt es am Anfang eine ganz schöne Vermittlungsnachricht. Lucky hat sein Glück gefunden. Der Cockerspanierrüde, den wir am vergangenen Freitag vorgestellt haben, hat ein neues Herrchen. Nun kommen wieder Ruhe und Gemütlichkeit in seinen Hundealltag. Auch unsere heutige Vorstellung ist sehr dringend, und zwar für die Hündin Lia. Am 19. August haben wir in Tiere suchen Menschen Lady und Lia vorgestellt. Leider fanden die Freundinnen keine Interessenten, die sie zusammennehmen würden. Da dies bis jetzt nicht gelang, Lady aber nun ein neues Zuhause bekommen könnte, sucht Tierheimleiterin Katrin Mattes dringend auch Menschenfreunde für die ältere Lia. Lia ist ein zuckersüßes Hündchen im Alter von 12 Jahren. Sie ist sehr lieb und umgänglich und würde sich mit den richtigen Begleitern auch ohne Lady wohlfühlen. Nur im Tierheim soll sie nicht allein zurückbleiben. Lia ist stubenrein und lebte bisher sowohl drinnen als auch draußen. Sie ist noch gesund und kann noch viele Jahre ihren neuen Besitzer erfreuen. Lia geht gern spazieren, braucht aber keine großen Runden. Eine einzelne Person oder auch ein Ehepaar, die dieser bezaubernden kleinen Hundedame nochmal neue Begleiter werden wollen, das wäre für Lia super schön. Das erste Frauchen war verstorben. Das zweite Zuhause war mit 3 Kindern viel zu quirlig und Lia kam mit Freundin Lady dort nicht zurecht. Aller guten Dinge sind 3. Das soll doch nicht nur für Freundin Lady gelten. Vielleicht wartet ja eine Hundefreundin oder ein Hundefreund schon länger auf die Gelegenheit, einer ruhigen, netten Hundedame Freundschaft und ein Zuhause anzubieten.